Die Zeit neigt sich dem Ende zu. Wir haben in L.A. ganz viel erlebt. Ich fand es super toll und wir sind ganz schön traurig. Oh. Nicht schon wieder ein Abschied, der so schwer fällt. Ja, aber da kommen ja dann neue Leute vielleicht. Aber ich muss echt ganz kurz mal dazu was sagen, weil wir hatten eine super Zeit zusammen, richtig viel Spaß, war echt cool, ganz ehrlich. Also immer wieder ein tolles Erlebnis. Ich werde auch die Mansion vermissen, weil hier ist so alles so, weißt du, keine Ahnung. Erstmal ist der Pool super geil und dann der Whirlpool. Wow. Und auch der Whirlpool selber, jetzt habe ich gerade selbst das Mikro in die Fresse gehauen. Aber auch quasi, dass du immer so nette Leute um dich rum hast und alles voll gechillt. Ja. Vermissen! Für dich auch! Oh. Und womit haben wir eigentlich angefangen letzte Woche, als wir gekommen sind? Zur Cell Ranch, da waren wir, glaube ich, essen und da gab es lecker Essen. Da gegessen. Burger habe ich da gegessen und dann gab es noch Rodeo und Hadi wollte Bullen, auf dem man reiten konnte, und auf dem Bullen haben wir mal ziemlich geile Frauen geritten. Hadi hat es nicht getraut. Ich weiß. Ich war der Bulle. Deswegen habt ihr euch nicht getraut. Deswegen hat Hadi sich nicht getraut. Dann darf man natürlich nicht vergessen, dass wir noch im schönen Santa Monica Pier waren. I can see the pain it caused you. And I can see, girl, how it hurts you. But let me show you I can fix you. Be a Mr. Rocker, be a Mr. Rocker. I understand, girl, what you've been through. That is the reason why you feel so blue. Just wanna tell you I will show you. Wir waren ja am Santa Monica Pier und haben uns die Achterbahn angeguckt und das Riesenrad, das sieht genauso aus wie bei GTA, beziehungsweise eigentlich müssen wir es ja andersrum sagen, in GTA sieht es ja genauso aus wie in echt. Und nein, nicht mir die Hose öffnen. Nicht schon wieder. For quite a while now, but let me bring it back the smile and lift you up to the sky. Let's wait till it be superstar, girl. We'll fly away up to the stars, yeah. Let me take you. Oh, weil der auf der Yacht gelandet ist, der sah auch cool aus. Aber war cool, oder? Ja. Wir haben ja Dena getroffen auch und Adi und Tadl halt, das war da ziemlich cool. Hallo! Und haben uns kurz mit denen unterhalten und die sind dann auch nachher noch mit, wo wir da weitergezogen sind. Girl, let me be the one to love you. Hey, girl.
girl, you know that I'm the one for you. You know that I can be your. Der Gitarrenspieler war geil, der da Beatbox und Gitarre gespielt hat. Cooler Typ hinten, da hinten eben so ein Beatbox-Typ, eine Gitarre, Beatbox mit dem Mikro und mit der Gitarre dann am Spielen. Richtig cool. Und wisst ihr was, so viele Talente, die spielen dann hier am Santa Monica Pier, verdienen eigentlich schon längst den Plattenvertrag, aber so ist das Leben. Wir sind nicht ins Wasser gegangen. Wir sind schön, wir haben nur die planschenden Leute beobachtet, so voll creepy-mäßig durch eine Zeitung. Nein, natürlich. Genau, weißt du, voll voyeur-mäßig. Peter stand da immer so mit seinem Handy per Selfie-mäßig so, oh yeah. Auf die anderen Leute, ja. Nee, das war der Santa Monica Pier, war echt ganz cool. Nach dem Santa Monica Pier sind wir nämlich richtig gemütlich zum Feuerwerk des 4. Juli getingelt. Das waren die Lichtschwerter. Die Wir sagen dann auf Wiedersehen. So, das war's. LA ist vorbei. Wir waren zu Gast in The Mansion. War definitiv eine geile Zeit. Wenn ihr wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, rundherum, keine Ahnung wo, noch halt euch andere Videos anzugucken. Ansonsten steht unten in der Videobeschreibung sicher irgendwelche interessante Stuff, den ich jetzt auch nicht aufzählen kann, weil die Endcard hier vollkommen spontan produziert wird. Deswegen weiß ich halt auch nicht, wo es eingeblendet wird. Wir bedanken uns an dieser Stelle auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß und lasst eine Bewertung da.